So, hier ist nichts. Hier sind nur Skelette. Ich sehe gar nichts. Oh! Was denn? Deutsche Büchlein. Oh, ich komm. Papier, Materialien. Hä? Geheime Bücherregaltür. Geil! Boah! Fette Soße. Okay, warte. Ich lese mal. Tagebuch von Emily Frey. Dritter Eintrag. Welch Segen. Das Volk von Ostlapis hat Überlebende aus der Karawane gefunden, angeführt von Königin Jasmina selbst. Als ich ihre Rede hörte, den Wind in ihrem Haar sah, da wusste ich, dass ich ihr folgen würde. Mit der Flamme der Hingabe und des Mutes leuchtet ihr Licht hell gegen Neuanfang. Die Königin, wundervoll, so entschlossen und ausdauernd, strahlend, wunderschön. Ich strebe danach, wie sie zu sein. Die Menschen zu inspirieren und zu ermutigen. Es schmerzt mich, meine Taverne zu verlassen, aber solange mein Herz schlägt, werde ich etwas bauen. Ich werde wachsen und durchhalten. Besonders, wenn meine Königin so mutig den Weg weist. Emily Frey. Emily? So, Emily. Ich bin die Emily. Oh, hier ist noch ein Zettel. Oh, noch ein Zettel. Oh, gegrillte, gewürzte Yucca. Liebe Jasmina, gestern Abend war einfach perfekt. Ich bin überglücklich, dass dir meine Kochkünste gefallen haben. Und da du um das Rezept gebeten hast, dachte ich mir, ich lasse es hier, bevor ich mich wieder um die vielen hungrigen Mäuler der Karawane kümmere. Mal sehen, ob du die geheime Zutat errätst. Die gegrillte Yucca der Königin. Eine Yucca-Frucht halbiert, in Scheiben geschnitten, Kerne ausgekratzt, Öl, Salz, Pfeffer, Zitronensaft, Honig und gewürfelte Paprika. Man entferne die Kerne und schneide die Yucca in 1 cm dicke Scheiben. Mit allen Zutaten nach Geschmack bestreichen, nicht schüchtern sein, mehr ist besser. Auf offener Flamme rösten, bis sie weich ist. Während des Röstens die Kerne in einer Pfanne rösten, bis sie goldbraun sind. Heiß und mit viel Liebe servieren. Cool. Ja, ich nehme einmal das und eine Cola dazu, bitte. Ja. Paniert, ich nehme Yucca paniert. Oh, Alter, wie Schwefel, geil. Willst du mal meinen Yucca panieren? Tobi, meine Panade juckt. Was? Nein. Oh, roter Stoff. Wir nähern uns dem gelben Stoff. Aha. Tobi, was machst du? Schreibst du gerade was? Nein. Ich hab das doch gehört. Nee, ich schreib nicht. Ich kann gar nicht schreiben. Hast du Cheat aktiviert? Auch. Wenn es schon wie eine Panade aussieht, würde ich mal zum Arzt gehen. Sag mal, den Turm da hinten haben wir auch noch nicht, ne? Den haben wir auch. Nee, wir sind ja hier noch nie durchgekommen, ne? Was ist das denn hier? Ich würde sagen Bruchshafen. Nee, ich meine das hier auf dem Boden, das ist doch... Hä? Das ist doch... Was ist denn da? Warte mal. Ja, ich warte. Oh, cool. Ist ja dunkel hier alles, aber cool. Oh. Ich hätte eine Fackel machen sollen. Hilfe? Nö, alles gut. Oh, ist gar kein Geheimgang. Okay, ich dachte, wäre ein Geheimgang. So. Moin, die Bücher. Ist so eine Wand hinter, schade. Ich hab gedacht. So, keine Kiste hier irgendwo. La-dam-da. Oh. Tobi wieder bei der Arbeit. Ich wollte die Mann nicht stören. So. Da-da-da-da-da. Ist aber schon nice hier, ne? So, weiß ich nicht, erinnert mich irgendwie so ein bisschen an...
Assassin's Creed? Ja, ja, ein bisschen schon. Ne? Was denn? Wie geil ist, sieht das denn hier noch aus? Alter, hast du das gesehen? Nee. Boah. Oh. Oh, wie groß ist denn die Stadt? Ja. Wow. Wirklich halbes Assassin's Creed. Geil. Oh, da unten ist einer. Ich schlafen, weil es ist einer, ganz schön wieder dunkel. Ist einer mit so grünen Dingern wieder, mit so grünen Säbeln. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Kann ich hier auch irgendwo schlafen? Oh. War ich nicht, das war nicht das Schlafzimmer? War das das falsche Zimmer? Wo ist noch das Schlafzimmer? Es ging irgendwo runter? Ah, hier. Zum Glück leuchtet ein Schwert. Erik legt dich hin, ich will dich beim Schlafen beobachten. Oh. Ah, kann sich auch hinlegen, okay. Ja. Cool. Guten Abend. Tobi, morgen früh Gamescom. Alte Zeiten. Geil. Alte Zeiten. So, Redakteursleben. Yay. So, 6 Uhr morgens auf zur Gamescom. Das ist nie passiert. Das war immer toll. Das war wirklich cool. Fand ich immer nice. Boah, Alter, ist das riesig, was? Und das müssen wir alles absuchen und looten. Holy shit. Hab ich richtig verstanden, oder? Das hab ich auch so gehört, ja. Oh, ist das geil. Oh, hallo. Was ist das denn hier? Doppelter Keller? Hast du Spaß ohne mich? Hier geht's noch tiefer runter. Wo geht's denn hier hin? Nein! Nein, 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 nein. Sie lassen mich in Ruhe. Sie hätte mich anders befragen müssen. Hier ist nichts, ne? So. Nee, du haust ab. Als ob der hier hochkommt. Ey, die sind so schlau, diese Grünen, ne? Das gibt's gar nicht. Sind die aber alle. Das können die ganz gut. Warte mal, welchen? Was? Habt ihr den Trick bisher nur bei einem einzigen Streamer gesehen? Gronkh, warum das nicht mehr? Welchen Trick denn? Den Leuten Geld aus der Tasche ziehen? Nee, ernsthaft, welchen Trick denn? Ich weiß gar nicht, worum es gerade ging. So. Ach, wegen der originalen Auflösung. Ah, wegen der 936er Auflösung. Nee, da gibt's noch andere Streamer, die das machen. Was denn? Die 936er Auflösung für eine höhere Bitrate. Da gibt's einige, die das machen. Oh. Ja. Das lohnt sich? Ja, auf jeden Fall. Viel besseres Bild. Nicht, du noch machen? Nicht im Talk-Bildschirm. Naja, du musst mit einer 936er Auflösung streamen. Im Talk-Bildschirm hast du dann ein schlechteres Bild, aber das ist egal, weil ist ja nur Talk. Aber dafür in Spielen, wo du eine hohe Bitrate brauchst, da ist ein besseres Bild. Aber warum? Also was für ein Sinn hat das? Weil Twitch nun so und so viel Bitrate zulässt, je nach Auflösung. Du musst immer runterrechnen. Bei 1920 kannst du, oh Gott, ich habe das alles immer im Kopf gehabt, kannst du nicht so hohe Bitraten einstellen wie bei einer niedrigen Auflösung. Je niedriger du streamst, desto höher Bitrate kannst du benutzen. Okay. Und dann wird es halt nicht so stark fragmentiert. Crazy. So. Die 936er Auflösung sorgt aber bei manchen dafür, dass der Stream laggt und man nur noch auf 720p schauen kann. Als Zuschauer. Ja, nein, der Stream laggt nicht. Nein, das ist Blödsinn. Warum sollte der Stream denn laggen? Da kommen ja auch weniger Daten durch im Grunde genommen. Obwohl, nee, kommen nicht. Das gleicht sich aus, glaube ich. So. Wo bist du eigentlich? Ich bin Batman. Ah, cool. Hallo Batman. Ich weiß selber nicht, ehrlich gesagt. Ich hüpfe hier einfach oben drauf rum und ach, gucke, ob ich was looten kann. Guten Tag. Einer. So. Jetzt da rein? Oh ja. Skidirmischkirme. Du, sag doch was. Nö, ich hab den ja angegriffen. Alles gut. Ich helfe dir doch gerne, Tobi. Ja, komm, danke. Geht's hier rein? Ich bin der Tank, hallo. Ja, aber ich mache ja Damage. Ja, das ist geil. Das ist geil. Ja. Gott sei Dank. Ich finde das ganz gut so.
Aber ich bin auch froh, dass du quasi den Damage abhältst, ne? Also das finde ich auch gut. Geht, ne? Huch. Holzscheide. So. Die Bücher nehme ich alle mit. Weil ich eines Tages bestimmt Bücher baue. Ich höre Knochen. Du hast Knochen gelootet. Ich habe es genau gehört. Was? Was? Ich habe es genau gehört. Nein. Ja, hier ist nix. Okay. Kann man so nicht sagen. Ja, wump, wump. Oh, noch ein Buch. Nehme ich auch noch mit. Wo ist das? Boah, das ist geil hier mit der Stadt. Einfach so, nice. So riesig, ist so cool. Ich kann mir vorstellen, man verläuft sich irgendwann. Geil ist halt, dass man überall rein kann, ne? Das ist halt nice. Ja, 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 ja. Die meisten Spiele, riesige Welt, ja, so wie hier auch. Aber dann kannst du in die Häuser halt überall nicht reingehen, weil da müssen wir die ganzen Zimmer einrichten. Und hier ist es einfach so. Und tatsächlich ähneln sich die Gebäude jetzt auch nicht so krass. Also du hast nicht so verständlich durch irgendwelche Generic-Gebäude zu laufen. Auf gar keinen Fall. Was ich auch ziemlich, ziemlich lobenswert finde. Ja, ja, ja. Super nice. Oh, hier mit der Dachterrasse. Oh, geil. Schon geil gemacht. Ja, ich meine, sie könnten schon noch viel besser machen, aber das ist schon ganz gut. Mir fehlt vor allen Dingen, dass die Grafik viel zu unrealistisch ist. Gezeichnet ihr X-Journalist. X-Journalist ist auch eine schöne Berufsbezeichnung, was denn? Ja, heutzutage ist ja jeder Journalist auf X einfach. Ja, ja, klar. Jeder. Na klar. So. Hier? Kommt man hier sonst nicht hin, oder was? Man freut sich mal, dass man was Geheimes gefunden hat, aber ich glaube, es ist nichts. Es Moin. Ist einfach ein... Guten Tag. Oh, hey. Stehen geblieben? Ja, bitte. Ja, was ist denn los? Ich hab da was für Sie. Herr Wachtmeister, habe ich Geschwindigkeit übertreten? Ich weiß nicht, ob du die brauchst, ne? Oh, die Stiefel des Zaubermeisters? Und ich weiß auch nicht, ob du den vielleicht noch brauchst. Oh, Mana-Ring? Nee, aber den kann ich gut verkaufen, ne? Hab ich gefunden, du. Ja, das ist super lieb. Ich schau mal nach den Stiefeln. Ich hab die Magier-Stiefel, die sehen ja richtig low aus. 3 Ausdauer, 4 Gesundheit, 2 Mana. Ah, weißt du was? Passt schon. So. Wo? Miasma da unten? Ja, Miasma Flüssigkeit. So. So, Bücher. Sehr viel. Die haben hier sehr viele Bücher gehabt. So. Haha, in den Rücken gefallen. Geil. Sehr gut. Taverne Frey der Ferne. Da müssen wir, glaube ich, hin, ne? Oh. Taverne. Ups. Bist du runtergefallen? Ich bin über dich wieder. Hallo. Ja, da unten haben wir Freunde. Wieso treffen wir uns hier durch? Ich glaube, das ist ein bisschen ein Stück der Explosion noch. Oh. Ich lade mal gerade Ausdauer auf. Dann ja. Geh ich da runter. So die Fressen. Vor sich da hinten ist noch ein Hund. Oh oh. Ist mich runtergefallen. Oh. So, der ist schon mal weg. Super. Den musst du tanken. Dann kann ich dann ein bisschen grillen. Hä? Hier bei dem gar keine Schadenswerte. Junge, 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 der ist aber auch 23. Level 23 war schon Hardcore. Ja. Der hat schon Power auf jeden Fall. So ist das, wenn man im Endgame-Content spielt. Oh, hier ist ein Brief. Kein Honig. Kein Honigmet, keine glasiert und gegrillte Yucca und kein Sommerkräutertee. Bis meine Imkerpfeife und meine Honigwaben aus Ostlapis ankommen. Bis dahin heißt es cremige Tomatensuppe, gefüllte Paprika und nur noch diese Woche Drachengeier Flügelfilet mit
saurer Sahne und Kartoffelspalten. Nur solange der Vorrat reicht, Emily Frey. Geil. Hätte Bock. Würde ich nehmen jetzt, ne? Hätte Bock. Keine Ahnung, wonach es schmeckt, aber ich würde es essen. Was ist denn das? Stoff. Wandbanner, Tobi. Geil. Ist das Holz? Holzbrelle. Die brauchen wir nicht. Ja. Metallschrott. Muss ja mehr zwinkern. Was denn? Schon mal Pommes fragt gerade, ob wir mal seine Kartoffelspalte sehen wollen. Du meinst die kleine gelbe Knolle? Wo schon diese, wenn die Kartoffel länger liegt, wo so ein Pickelchen schon rauskommt. Ja, 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 so ein grünes Ding. So ein Mini-Tentakel einfach. Oh, ein Dietrich. Oh. Ja, hier geht's doch bestimmt noch irgendwo. Ah, Truhe. Ja, Pommes, plötzlich ist das nicht mehr so lustig, ne? Sammer schreibt er gemobbt bei mir. Wird. Schreibt er bei dir auch Sammer? Oh! Nee, bei mir hat er A geschrieben. Was habe ich denn da gefunden? Oh geil, ich werde gerade gefollower-bottet. Juhu! Oh ja, Glückwunsch! Geil! Glückwunsch, Tobi. Und ich habe einen neuen Magierstab, ich mache bald noch mehr Damage. Unverschämt. Oh, ich freue mich. Und ich habe noch ein Buch gefunden. Tagebucheintrag von Emily Frey, erster Eintrag. Die Erde wird von Tag zu Tag trockener. Sie zerbröselt zwischen meinen Fingern zu Sand. Ich wische mir die Schweißperlen von der Stirn. Lasse Tröpfchen beflecken das Feld. Sie werden wohl kaum ihren Weg in die Tiefe finden, um die Ernte zu nähren. Ich bete im Stillen, denn meine Lippen sind zu trocken, um zu sprechen. Aber ich ringe mir immerhin ein Lächeln ab, als ich das wenige serviere, das ich habe. Ich habe diese Taverne mit meinen eigenen Händen aufgebaut. Ich kann nicht ruhen und auch nicht gehen. Ich werde diesen Boden bis zum Ende bewirtschaften, wie es meine Vorfahren vor mir schon getan haben. Emily Frey. Das heißt, die Erde ist, also die Erde hier quasi, die Welt ist vertrocknet. Und es gab tatsächlich dann kein Wasser mehr. Huch! Nuked World Dweller, dankeschön! Vielen Dank, lieber Nuked World Dweller, dankeschön! Ich kann noch nicht richtig lesen. Dankeschön, dankeschön. Die hat aber auch ein Mitteilungsbedürfnis, diese Emily Frey, wa? Ja, ja, jetzt nur am irgendwie, ja, oh hier, mein Tagebuch da, oh, ich hab's so schwer, buhu, wir haben kein Wasser, Weißt du, so eine fette Tag Taverne. 27, ich war scheißen. Immer noch kein Wasser. Ja. Wohin mit dem ganzen Saft? Meine Yoga-Frucht quillt über. Oh, was ist das denn hier? Sieht aber gefährlich aus. Okay. Ist das hier scheiße oder was ist das hier? Reicht doch. Sieht ein bisschen aus wie scheiße. Riecht auch wie scheiße. Okay. Finde die Weberhüppe. Hüppe. Ey, ich bin's, die Weberhüppe. Gab's hier einen Erdrutsch oder was ist hier los? Oh, das ist ein fetter Tempel. Tempelhof. Schöne Feld. Tobi, du musst nicht auf Krampf machen. Du bist lustig genug. Du hast es nicht nötig. Lügst du mich an? Ja, damit es endlich aufhört. Das kannst du vergessen. So, rein da. Ach, das ist Sand. Das ist gar nichts Scheiße. Oh! Hab ich gar nicht gesehen. Vorsichtig. Ich sah sie nicht gleich beim ersten Mal. Oh. Hier drin. Oh, was ist das denn hier? Oh. Hier hängt ein Zettel in einer Leiche. Oh, warte, hinter dir. Geil. Da hängt ein Zettel in einer Leiche. Das würde ich gerne mal vorlesen gleich. Das sieht ja cool aus. Eigentlich ein bisschen beängstigend, aber... Die Wände beben. Stadtbewohner, seid gewarnt.
Ihr müsst woanders beten, denn in diesen Hallen spukt es. Ich habe es mit meinem eigenen Auge gesehen. Ich bestaunte gerade die Funken, als die Flamme plötzlich zu tanzen begann und sich in einem seltsamen Rhythmus drehte. Ich hielt es für einen Trick des Lichts, aber als ich mein Auge darauf eingestellt hatte, sah ich eine grässliche Gestalt aus dem Boden auftauchen. Ein nebulöses Grauen, skelettartige Überreste, die in gespenstischem Schein aufflammten, wirbelte das Feuer herum. Es schob sich durch die Diele und Flammen auf mich zu. Seine Lippen stießen Flüche und Fäulnis aus. Ich kann dir sagen, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so schnell geflüchtet. Wäre ich geblieben, ich schwöre bei meinen Schwestern, ich hätte mein anderes Auge verloren. Elin! Eure Elin! Ja, wir sollen hier, wir müssen hier gegen irgendeinen Geist kämpfen, ne? Stand in der Quest drin. Gegen einen Geist. Ja, sicher. Ja, Gott, oh, ich meine. Hm? Hi. Na? Okay, du hast keinen Bock, dich stunnen zu lassen, wa? Du bist nicht so einer. Ah. So. Was ist denn hier? Oh. So. Er stinktet. Ist die Leiche gerade aufgestanden oder was? Ah ne, die explodiert einfach. Die ist einfach explodiert. Okay. Verstehe. Explodierende Leichen. Warte. Könnte auch ein Lied aus dem Musikantenstadel sein, ne? Das ist aus Aladdin. Achso. So. Wie lange es immer dauert. Hier geht's dann auch richtig tief rein. Hä, wie cool. Tobi? Schimmel, guten Tag. Bevor wir Treppe runtergehen, würde ich hier nochmal ein bisschen gucken, ne? Ein bisschen Looky-Looky machen. Ja. Oh, hallo. Dankeschön. 4 Funken. Funken. 4 Funken für ein Halleluja. Funken. Okay, hier ist nichts. Oh Gott! Ich wurde ge-one-hitted! Was? Ich wurde gerade von irgendjemandem ge-one-hitted. Was? Ich wurde gerade von irgendjemandem ge-one-hitted. Bleib liegen, ich komme. Ja. Huch! Huch! Oder ein Schild, die Sau. Ah, ist das entspannt hier gerade. So, oh, macht der Damage. Hier ist noch ein Bogenschütze hinter mir. Vorsicht. Versucht er mal ein bisschen wegzulocken. Da ist ein Bogen. Ich dachte, da ist ein Bogen. Ja, wow. Bogen. Also, weißt du schon. Nein! Sag mal, darf ich mal bitte hier vorbei? Dankeschön. Erik, bleib, wo du bist. Ja, ja, easy. Ich chill hier mit meinen Homies. Undead Dude Nummer 1 und Undead Dude Nummer 2 ist ja bei dir. Oh, ich soll dir ausrichten. Ich hab's gehört. Ja, ja. Danke. Gerne. Cool. Er kommt raus, Vorsicht. Ja, ich kletter hier gerade auf so ein Ding hoch, dann kann ich mir nämlich mal hier mit dem Bogen und dann komm mal her, du. Guck, wie cool du jetzt noch bist. So, ja, später erinnern. Gibt ein Streaming-Update. Oh, der Bogenschütze geht beleidigt nach unten wieder. Ich hab dir die Schnauze voll, Tobi, der mochte dich nicht. So. Ah, oh, ist das schön. Einfach mal liegen bleiben. Ist gerade kurz auf hier. Oh, ich komm ja, gleich, Erik. Ja, ja, alles gut. Ich entspanne mich hier gerade. Oh. Bringt gar nichts oder was? Lol. Na, das findest du blöd, ne? Oh. Glaub mir, das ist nicht mein Problem, ne? Ich verstehe dich. Wenn ich noch Ausdauer hab, komm ich gerannt, warte. Was? Der Vater ruft aus dem Badezimmer. Guck mal, Kinder, ich bin ein 3D-Drucker. Erik, mach dich bereit? Ja, ich
Ich verstehe es nicht mal. Bin ich zu dumm dafür? So, ich muss auch kurz aufhealen. Warte mal, hier war der andere noch irgendwo, pass auf. Ja, Bogenschütze kommt aber gerade. Oh. Wo ist der andere jetzt hin? Ah, da. Ach. Ach, der hat wieder aufgeheilt. Ja, na klar. Warte mal, ich mach den mal so, dass du den von hinten attackieren kannst. Ja, oh, ja, so. Sehr gut. Nice. Back. Ich meine Flamme. Gib ihm. Back Damage, besser Damage. So, ruhig mal aus, mein Kumpel. So, ciao. Ja. Wie der Brief ja noch schwebt. So wird's gemacht. Die haben uns einfach überrascht und der Damage Dealer war down und dann war natürlich schwierig. Wir brauchen noch eine Fackel, glaube ich, ne? Oder nehmen wir dein Schwert als Fackel? Ja, würde ich sagen, oder? Ja, warte. Sollen wir die Chills? Mein Schwert ist fast kaputt. Ja, mach ihn ruhig kaputt. Ja, ne? Ja, ich glaube auch. Ja. Okay. Elflin hat einfach den Chat genukt und die ganzen Boss gerade gebannt. Dankeschön, Elflin, danke. Wow. Okay. aber mach dir nicht so einen Stress deswegen, alles gut. So. Vielleicht hätten sie ja reingesappt. Oh nein, Dietrich. Oh, ich hab Dietrich. Oh ja, geil. Oh. Oh, wir sind übrigens im Miasma. Wollen wir nochmal zurückgehen und einen Trank trinken? 7 Minuten habe ich noch. Ich glaube, das reicht, oder? Okay, ich habe nur 5 Minuten. Ich gehe nochmal zurück. Okay. Ich bin wieder unvorsichtig. Ich sippel mal einen neu. Ich bin wie ein MMO, der Damage-Dealer. Immer vorauslaufen. Oh, Stufenaufstieg. Danke, Erik. Hallo. Ja, ich hab nichts gemacht. Ich bin weggelaufen. Hä? Cool. Ja, das ist ja wahrscheinlich. Nice. Oh. Was denn da? Gern geschehen. Nichts, Tobi. Hier, ich bin ja da links nach oben gegangen. Einer wartet schon. Ah, ich sehe schon. 2. Ja, Bruder, ist okay, Bruder. Oh, so schnell. Junge, bin ich schnell. Oh. Ich war noch nicht auf meiner Steuerungstaste. Junge, war ich gerade schnell. Oh, die sind wild. Warte, ich muss kurz einen Heal-Trank ballern oder irgendwas. Ja. Oh. Verfluchter Sonnentempel. Geil. Macht Spaß hier gerade. Ist geil, ja. Vor allen Dingen, weil wir halt auch mal auf die Fresse kriegen. Lünn, dankeschön. Hier wurden die auch gerade gebannt. Oh, hast du es auch gehabt? Ja, geil. Nee, die kamen noch nicht. Die wurden aber nur gebannt direkt. Ah, okay, das ist sehr gut. Haha. Ja. Was bringen diese Follow-Bots eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Bin ich zu naiv, wenn ich mir denke, dass. Subbots wäre nice. Ja, das wäre cool. Okay, der stand dort unten. Kannst du mit deinem Schwert mal hier reinleuchten? Ja. Was war das denn gerade? Okay, hier kommen wir nicht durch. Hier kommen wir nicht durch. Die schaden den Kanälen, vor allem denen, die Partner werden möchten. Aber das. Ich meine, das bringt doch keinem was, weißt du, was ich meine? Da hat doch keiner was von. Oh. Ja, vielleicht sind das aber so lustige Kerle, die denken sich so, oh, ich mach das jetzt mal bei denen. Meinst du Script-Kiddies oder so? Ja, guck mal, was ich kann. Ja, der hab ich's gegeben. Follow-Bots wurden mal als Angriff genutzt, um zu sagen, ist alles fake. Ja, ob das hier passiert, weiß ich nicht genau. Also. So, 4 Minuten 35 noch. Wie cool das hier einfach ist. Hier ist ein Schalter, soll ich den mal drücken? Ja, mach mal.
Lass mal kurz auf der anderen Seite gucken, da ist bestimmt auch noch eine, oder? Nein. Nice. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ja, ich wämse euch. Wämst die mal ordentlich durch. Huch, das bist du, Junge. Ich krieg einfach Paras. Sollen wir kurz mir erstmal nochmal aufladen, bevor wir hier. Ich habe das Gefühl. Hast du gerade auch die Mucke gehabt? Nee, es sieht aus wie ein Bossfight. Was ist das da vorne? Da schwebt was, ne? Oh ja, da schwebt irgendwas. Wir sollten vielleicht nochmal Miasma aufladen. Oh, ich bin raus, ne? Tschüss, schönen Tag noch. Frohes Schaffen noch. Ist das der Geist, von dem sie erzählt hat? Fragt sich nicht, ist mir echt ziemlich weit raus. Tschüss. Wo willst du denn hin? Hier ist falsche Richtung. Ja. Hier war, ne? Hier war raus. Haben wir da unten eigentlich schon geguckt? Wir müssen natürlich gleich wieder zurück, ne? So. Kurz mal trinken. Kann man hier noch irgendwo sitzen? Hast du ein Lagerfeuer mit dabei wieder? Obwohl, wir können ja Buff, wir haben ja Buff, 35 Minuten, ich trinke mir mal eben Kamillentee. Achso, ja, ich hätte auch eins gehabt zur Not, aber easy. 5 Minuten Ausdauerregeneration, mal gucken, das wird schon gehen. Leider nur 5 Minuten. Oh, plus 2 Konditionen, kann ich auch nehmen. Aber die eiern mich wieder nach Hause. So, sag Bescheid, wenn du ready bist, ne? Ja, ich bin bereit, ne? Jo, ich auch, wa? Ich glaube, wir kriegen gleich richtig aufs Maul. Ja, kann sein. Oh ja, warte, ich den Pilz noch, das ist eine gute Idee. Den hau ich mal noch ein. So. Habe ich auch noch irgendwas, was Stärke bringt? Warte mal. Hatte ich nicht irgendwas dabei? Stärke? 3 Konsti für das gegrillte Wild, wenn du willst. Warte mal, irgendwas hatte ich da. Ah, den Mais, genau. Ah, okay. Kann ich aber nicht essen. Kannst nicht essen? Ist schon voll mit. Kann ich nicht essen. Oh, hier ist noch eine Truhe. So. Okay. Oh Gott, hier ist ja überall rote Suppe. Oh. Kommt der schon? Der kommt schon. Oh, hallo. Was? Was? Oh, juck. Oh, fuck. Und der macht richtig Damage. Aber du auch. Der darf mich nur nicht treffen. Durch mein Schild? Was? Ist ein Geist, ne? Oh, nicht auf mich, bitte. Oh, Alter, ich bin fast down. Kann ich healen? Oh, lol. Kann ich ihn zu mir... Oh, wow. Alter. Oh, was? Wie kann... Der wirft um die Ecke, oder was? Ja. Ich brauch dringend Heal. Oh, dann geh ich nochmal rein, vielleicht, dass die... Oh, die kommt! Nein! Soll ich wiederkehren? Warte. Oh, nice. Hab sie down. Puh! Für einen kurzen Moment habe ich gedacht, das war's. Boah. Junge. Geil. Holy shit. Oh, das war geil. Oh, Brutsichel. Oh. Moin. Boah, hast du die geradet, wollte ich schon sagen. Hast du die habe ich richtig durchgeradet, Tobi. Ich hab sogar Kopf abgeschnitten. Geschnitten. Hast du mit ihm den Sichelmichel gemacht? Sicherlich. Was? Oh ja, Tobi, oh ja. Warte mal, bist du da einfach runtergesprungen? Ja. Okay. Ich bin doch da, wo, ne, da ist ja hier... Ich glaube, der Fight sollte eigentlich hier stattfinden. Glaube ich.
Ja, hat er ja so mehr oder weniger, ne? Ja. Ja, geil. Lief gut. Wir haben Tornos und erkunden. Die hasse ich so sehr, ne? Die machen so viel Damage einfach. Ja, die sind eklig, aber die halten zum Glück auch nicht gleich. Ja, das stimmt. Oh, hier mal diese rote Suppe. Aber hat hier nicht irgendein Secret-Schatz versteckt? Wie alles auf Fight-Arena ausgelegt ist. Ja, ist einfach nur eine Fight-Arena hier, oder? Warte, da... Ich weiß nicht, hast du... Ich weiß nicht, was dein Bogen macht? Ich benutze ihn eigentlich so gut wie gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Okay, ich habe den hier gerade in der Kiste gefunden, wenn du möchtest. Ach, du bist voll, okay. Ja. Oh, bin ich voll? Hier, also nee, den, ich bin nicht voll. Den, den ich hier dran hab. Nee? Okay, warte. Ja. Oh, sieht auch gut aus. Hier. 23... 24 Kannst Kraft. Du noch hochleveln auf jeden Fall. Also, der sieht wirklich schlecht aus, ne? Oh, ist wirklich sehr gut aus. Miasma-Magie-Schaden. Aber meiner hat Feuermagie-Schaden, das ist natürlich gut bei Miasma-Viechern, ne? Das ist richtig. Ja. Da ist nichts. Rote Suppe. Da geht's nach oben. Elflin, nö. Nee, nicht. Nee, sollte ich das tun? Hm? Twitch diese Bot-Rates melden. Glaub nicht, dass die das interessiert, oder? Nee. Oh, Alter! Es gibt Explosive von diesen Viechern? What? Es gibt also Infizierte von diesen kleinen Käfern, die haben so ein rotes Licht statt blaues und die explodieren beim Töten. Also beim Sterben. Ah. Holy! Schön, dass wir die eigentlich noch nicht hatten. Ja. Scheiße, was wir sie jetzt kriegen. Und sonst gibt's hier nichts? Nö, also der Bogen war in so einer Sargkiste, ne? Ha. Hm. Endlich trefft ihr meine Lieblingsviecher. Oh oh. Ja, okay. Ja, dann. Ist nicht mehr, wa? Nee. Ist schön, aber naja. Wir könnten hier oben in dieser fetten Stadt so ein Ding aufstellen, so ein Stein. Meinst du so eine Flamme? Ja, wir haben ja wieder eine übrig, oder? Eigentlich ja, aber dann müssen wir wieder eine abräumen am nächsten Mal, wenn wir bauen wollen, ne? Das stimmt. Haben wir mit dem Knöpfen, die Knöpfe, die wir gefunden haben, haben die den Geist geöffnet oder was haben wir damit gemacht? Also nicht den Geist geöffnet, sondern die Tür zum Geist? Nee, der Geist war, glaube ich, mit einem... Wofür war... Ja, doch, könnte sein. Irgendwo hatte ich einen Dietrich verwendet, aber ich glaube, das war hier. Hier, bei der Tür. Okay... Aber wofür waren die Knöpfe denn da? Waren die für die Geistertür und wir haben es aber nicht gemerkt? Das könnte sein, ja. Für dahinter quasi. Ha, na gut. Ich wüsste jetzt nicht, für was die sonst gewesen sein sollen. Na gut, okay. Dann mache ich wieder den Schwindibus hier. So. Oh, aber der Tempel war auch sehr geil. Also, ich liebe das Map-Design hier. Ist wirklich sehr cool. Hier ist auch nichts mehr, ne? Okay. So. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Ja, 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 ja. Geiler Tempel. Ja. Ja, ja, ja. Richtig nice. Ja. Allgemein die Stadt hier ist mega cool. Mm. Oh, endlich ist Nacht. Yeah. Oh, mit Teleport, dankeschön. Ja, wollen wir so ein Ding mal aufbauen? Oder meinst du eher nicht? Also müssen wir? Also soll. Ich weiß. Ich... Wäre halt auch cool, falls wir hier sterben, ne? Was ja, da passieren ja, kann. Dafür ja. Ich glaube, wir werden eh ja, im Tempel wiederbelebt, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach ja, das kann auch sein. Also wir können das machen, aber wir werden bestimmt wieder an den Punkt kommen, wo wir noch eine Flamme brauchen. So, ach Mensch, Und dann müssen wir wieder eine abbauen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ach, wir haben ja auch erst vor dem Miasma eine gehabt. Stimmt. Genau.
Ich meine, wir könnten die abbauen und hier hinbauen. Das würde auch gehen. Würde gehen. Richtig. Warte mal, habe ich Steine da? Ich glaube, ich habe keine Steine da. Hast du Steine? Hast du Steine? Hast du Steine? Ich habe nur zwei Steine. Tobias, Steine? Ich habe nur zwei. Oh, Steine. Ich habe null leider. Und wir sollten mal schlafen gehen irgendwo. Das ist aber nicht viel. Ja. Ob die Taverne für uns ein paar Bettchen frei hat? Bestimmt nicht. Die war ja nur damit beschäftigt, irgendwelche Sachen aufzuschreiben. Ja. Oh, mir geht's so schlecht. Oh, Mensch. Och, Mensch. Ich hätte so gerne Wasser. Sag mal, Tobi. Schön warm jetzt wenigstens. In der Wüste ist es nachts kühl. Wir brauchen diese Nähe. Komm an meine gefrorene Metallrüstung, Erik. Ja, oh, Tobi. Oh, wie holzsam ist das denn? Hä? Hey, Tobi. Das war so schön. Ich konnte kurz meine Probleme vergessen. Tobi. Ja, ich mach dir gleich ein paar neue. Mach, dass du Land gewinnst, mein Freund. Für einen Moment war ich glücklich. Ach, schön. So. Warte. Haben wir alles durchsucht? Nee, ne? Nee, ich glaube noch nicht. Wobei da oben eigentlich fast jedes Haus, ne? Aber hier unten geht's halt noch weiter. Ja, ich weiß auch nicht. Also da, wo Bücher drin sind, da waren wir noch nicht. Ach du Scheiße. Das war eine Richtlinie. So, da ist aber so ein fetter Klotz Miasma da unten. Hä? Hier in der Mitte von dem. Ja, oh ja, Stadt. Ja, ich sehe schon. Oh. Aber jetzt kommen wir da rein, ne? Das ist kein böses Miasma mehr. Ne, das stimmt. Oh. Na, sieh mal eine an. Hallo. Oh. Junge. Heiß, Erik. Geil. Oh, Vorsicht, Wolf. Schön. Ibims ein Hund. Oh, sollen wir hier durch? Sollen wir lieber doch oben lang? Warte. Ist bestimmt gesünder, ja. Hat jemand geradet gerade? Vielen Dank für den Raid. Entschuldigung, ich sehe es gerade nicht. Dankeschön. Vielen Dank für die Rehits. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ist er schon tot? Na, sicher. Ah. Morgen. Ich höre schon wieder was da unten. Lass mich mal heimleuchten. Okay. Hallo, Freunde. Okay, aber dem Knochen dabei, oder? Ja, gut. So. Hey, meine Waffe ist kaputt. Skandalös. Das ist ja richtig skandalös. Ich besorg's ihm von hinten. Warte, was? Was? Warte, Tobi, warte kurz, deine Waffe ist kaputt. Hier, bitteschön, schenken dem Tobi. Bitte. Oh, geil. Boah. Christian Morgenstern. Die macht ordentlich Damage. Wo bist du hin? Oh Gott. Ach, er. Ich bin nur ein Lappen, ich vertrage nichts. Das ist, boah, ich hab keine Ausdauer. Nur bis wegrennen. Okay, ich hab wieder Ausdauer. Kann ich an ihm vorbei, ne? Nee. Ungünstig. Ich könnte ihm gut in den Rücken fallen. Nein. Der ist gleich down. Come with me. Jetzt. Na komm. Ciao. So. Junge. Hier unten waren wir schon. Okay. Ja, Pommes fühle ich, aber ich glaube NPCs und vielleicht noch mehr vervoicedes Zeug kommt bestimmt noch. NPCs kommen auf jeden Fall. Die wollten für die Städte noch NPCs machen. Für solche hier weiß ich nicht, weil die ja tot sind. Aber vielleicht für die Spieler bauen. Das wäre ganz cool. Ich denke aber, dass da noch so ein bisschen Story-Inszenierung mit Sicherheit noch kommt. Ja, mit Sicherheit. Also die Story ist ja auf jeden Fall, ne? Also hier ist schon sehr viel Lore mit dabei. Brauchen schon wir sehr cool.
Lapis Lazuli? Ja. Okay. Ist immer gut. Oh. Hallo, mein Herr. Herr. Herr Bert. Herr. Herr Bert. Warte. Hat er Besuch. Ja, der lebt immer noch. Ich brauche sie Hilfe, ne? Nö, schon gut. Ich muss mal gucken, mit dem großen Stab kann ich nicht blocken. Ich kann das nur mit dem kleinen Zauberstab machen. Das bringt mich immer in die Bredouille. Ah, hier war ich. In die Bredouille? In die Bredouille. Okay, jetzt wieder runter. Fantastisch. Fun-fucking-tastisch. Habe ich gerade das Scheißhaus geplündert? Bah. Ganz ehrlich, wenn man hier lebt, es ist so heiß und du hast halt kein Kanalisationssystem, da kannst du die Scheiße gleich zum Trocknen raushängen, damit die aufhört zu stinken. Okay, und machst du da aber vielleicht irgendwie so eine Würzmischung draus oder so, ne? Warum eine Würzmischung, Tobi? Weiß ich nicht, wenn du sagst zum Trocknen, habe ich gerade an Kräuter gedacht, die man zum Trocknen raushängt. Du sollst ja kein Beef Jerky draus machen, ich meine nur wegen dem Gestank. Ja, okay, Beef Jerky wäre aber jetzt auch eklig. Sheet Jerky. Bah. Ich meine, wer weiß, was die hier so tun, ne? Ist ja Wüste. Ja, nix mehr. Nix ja, mehr. Nix. Oh. Hier geht's wieder runter. Ah, Schutt. Was ist das denn hier? Eine ganze unterirdische Stadt oder was? Ich brauche dringend eine Fackel. Hier geht's wieder hoch. Aber geil gemacht. Oh, so cool gemacht. Oh, hallo. Einhändiger Nahkampfschaden brauche ich nicht. Zaubermeister, aber Nahkampfschaden. Was ist das denn? Also ganz ehrlich. So. Da raus, sehr gut. So. Wir suchen gerade seit Ewigkeiten nur diese Stadt ab, ne? Ja. Ich glaube, ich habe hier noch eine Quest hinführt oder so. Naja, ich meine, wenn, dann haben wir sie schon. Aber die Gegner respawnen wahrscheinlich eh wieder. War die Quest nicht, den Geister kaputt zu machen? Hatten wir da eine Quest? Du meintest, irgendwer meinte was mit Geist. Dass hier so ein Geist wäre. Ach ja. Was hat die gedroppt? Oder der? Ach, dieses Sichelkopf. Oh. Damit können wir unseren Dix verbessern wieder. Den Schreier. Ja, hast du recht. Cool. Wo bist du eigentlich? Ja, da vorne. Eigentlich cool. Junge. Alter. Liebes. Oh Gott. Nicht hingucken. Ja, da geht's wieder weiter. So. Schön, wir sollen das Weberhaus finden, die Weberhüppe. Das sollen wir machen. Ist die hier? Ich habe keine Ahnung. Ich versuch's gerade auf der anderen Seite der Stadt. Wenn ich da hinkomme. Okay, diese Emily Frey hat noch eine Taverne. Weißt du heute rum, dass es ihr so schlecht geht, aber einfach zwei Dinger hier aufgemacht. Kein Wunder, dass die Stadt kein Wasser mehr hatte. Hey, kommt ihr nicht? Oh. Ich wollte die Falle gegen unseren Feind einsetzen, aber. Der geht wieder. So, das hat ihm nicht gefallen, wa? Ich muss mich erstmal beruhigen, ich brauche ein bisschen Falldrian. Au. Oh. Schnauze! Mach ihn fertig, Tobi! Richtig so. Oh, Holz nehme ich mal mit, falls wir was brauchen. Oh, hier kann man Waffen reparieren.
Oh, geil. Oh, nice. Ja. Sehr viel Metallschrott hier. Eigentlich auch ganz cool. So. Mach bei dir einer eine Arbeit. Was? Was? I don't even. Okay. Hier sieht's aus wie ein Muttiplatz. Hä? Ach, das warst du. Da ist er. Ja, Entschuldigung. Ich weiß, wir sind uns ähnlich. Wir kommen aus einem Wurf. Aha. Hallo. Oh, oh, da kommt man nicht hoch, weil er da steht. Wie assi ist das denn? Warte. Probier jetzt nochmal. Hä? Jetzt bestimmt. Hä? Dann ging's nicht. Keine Ausdauer? Das war ja weird. Oh, hä, was ist das denn? Wie cool. Ja, die bringen wir nichts in und Deko. Die haben wir uns um die Ecke auch. So. Habe ich vom Geist einen Hammer gelootet? Ich hab noch nicht geschaut, was ich alles. Oh. Tobi, das ist ein guter Einwand. Bist du in der Nähe? Erich, mach mal einen Screenshot. Guck dir das mal an. Warte, ich komm. Hä, wer ist denn wer? Ja. Warte, Tobi, bleib mal sitzen. Bleib mal. Jetzt bleib mal. Ja, guck mal kurz. Ist da was für dich? Schau mal nach. Verdorbener Miasma-Armer? Ja. Hä, ist ja wie ein Penis. Hab ich mal nach Hose. Okay. Wir nehmen zu oft. Das ist alles nicht gut. Ich frag mich, wo die ganzen Quotes im Chat herkommen. Wie kann das so passiert sein? Das sind die Mods. Die tun immer so, als würden wir nur so reden. Ja, wirklich so. Die schaffen ein Bild, was nicht stimmt. Heute im Let's Play wieder über Nietzsche philosophiert, weißt du? Und im, ja. Und im Quote an meine Eier. So, nochmal Ausrüstung reparieren, geil. Hoden. Hudne Butne. Wo ist das denn hier? Oh, hallo. So. Hast du da Freunde? Oh, Jenny Navane. Hä? Was ist denn hier los? Jenny Navane, dankeschön. Und Hirnstutz, dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Hallo. Entschuldigung. Ich bin gerade so im Game. Oh. Ja, ich helfe dir, Tobi. Oha. Ohne mich hättest du es nie geschafft. Herzlich willkommen. So. Wow, ein Waldlangbogen. Wow, krass. Tobi, Alter, krass. Gönn dir das Feinste vom Feinsten, Tobi. Du hast es verdient. Wow. So. Ich sammle dagegen einen Knochen und ein Dietrich. Oh. Und Bücher. Oh, wie viele Bücher ich sammle. Sammle die. Okay, den Knochen kriege ich nicht mehr. So. Komm, piss dich, Waldlangbogen. Oh. Respawn-Punkt. Wo geht's denn hier rein? Oh, nicht schon wieder in den Keller. Nein! Heilige Scheiße. Hilfe. Ich leuchte immer, wenn Gefahren in der Nähe sind. Das ist ja cool. Nee, alles gut. Das sind nur diese komischen runden Viecher, die explodieren. Der muss ja irgendwo... Das ist hier in der Ecke gefangen. Wo bist du denn da reingegangen? Was ist draußen? Danke, Tobi. Ich bin fast tot. Ich auch. Ja. Hallo. Aua, Tobi, au. Aua. Ich hätte gerne eine mischte Tüte, bitte. Und eine Cola. Au. Ja, Moment hier. Sekunde. Ich stelle ihm was zusammen, ja? Warten Sie bitte. Hier. Warte. Hier, meine Eier. Drecksladen. Ich mach den dicht. So.
Hast du nicht nachgezählt? Ja, es waren 3. Ich das ist ein Notfallei. Das so quasi wie ein Ersatzrad. Falls mal einmal die Luft raus ist, dann habe ich immer Ersatz dabei. Erik, bitte, es wird gerade nicht besser. Das ist... Nein. So, hier ist auch nichts mehr. Nein. Aber ohne Lakritz? Hä, ja, na klar, ohne Lakritz. Wer isst denn schon Lakritz? Bitte. Vor allem in der bunten Tüte. Da will man kein Lakritz drin haben. Das ist absolut richtig. Das einzige Lakritz, finde ich, was man essen kann, ist das, was bei Colorado dabei ist. Das, wo so ein bisschen Süßkram mit dabei ist. Ja, genau. Ansonsten Lakritz. Diese komischen kleinen Lakritz-Sandwiches da immer, ne? Ja, genau. Wo ein bisschen Kakao oder so damit. Das ist geil. Ah, geil. Wo die Chemie das überdeckt ein bisschen. Lakritz ist saugeil. Jetzt kommt der Chat gleich wieder. Ja, ich esse mal Lakritz immer mit Chili-Soße und Käse. Ja. Das, auch morgens esse ich Lakritz immer gerne auf Toast. Ohne Lakritz gehe ich gar nicht aus dem Haus. Ja. Ja, warte. Salmiak ist noch geiler. Ich lege mal Lakritz immer in Barbecue-Soße ein. Manchmal mache ich Gyros aus Lakritz. Ich bade manchmal in Lakritz, komme gerade zu oft. Es wirkt jetzt wieder glaubwürdig. Das ist zu sehr YouTube 2011. Kommt wieder, Tobi. Das kommt wieder. Warte ab. Nein, wieso geht das nicht? Na also. Boah, die Stadt sieht so cool aus von hier. Oh. Hallo. Sieht auch sehr cool aus. Kann ich irgendwas löschen? Brutsichelkopf brauchen wir nicht, ne? Nee, der kann weg. Ja, den lösche ich einfach. Ja, löschen. Weg damit. Finde ich sehr nice von dir. So. Dass du die Prioritäten einfach auch richtig setzt. Ganz ehrlich, können wir uns jederzeit wiederholen. Was soll das? Das war zielsicher. Verstehe nicht, wie man Ed und Schleck einstellen konnte. Richtig geiles Eis, vor allem im Sommer. Was war denn Ed von Schleck nochmal? War das das, was man von unten immer so weiter nach oben geschoben hat? Ja, genau, das war das. Dass dann so eine Spirale dran hatte quasi. Oh ja, geil. Das war echt geil. Das war wirklich ganz cool. So. Weiß aber auch nicht, warum es eingestellt wurde. Ich weiß, wir hatten früher im Freibad immer, wo wir waren, da gab es so ein Donald Duck Eis. Das war auch mega lecker. Oh geil. Ich habe einmal ein Schlumpfeis gekauft und ich war so maßlos enttäuscht, weil das so ugly aussah. Das sah einfach aus, als wäre der Schlumpf irgendwann mal mit Gewalt durch den Ventilator gepresst worden. Hat's auch so geschmeckt, oder? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe nur den Teil gemerkt. Oh. Ich höre Kampfmusik. Oh, Büchers, Büchers. Was auch richtig nice ist, ist Bum-Bum-Eis. Finde ich ein bisschen überschätzt. Ja? Ja, weil das Kaugummi da drin ist halt echt scheiße. Ja, der Kaugummi, den schmeißt man ja auch weg. Der ist wirklich kacke. Also der ist... Das Eis ist geil, aber den Kaugummi, den schmeißt man weg. Wer den isst, der, keine Ahnung, lutscht auch gerne ein Leder. Das machen bestimmt mehr Leute, als den Kaugummi vom Bum-Bum-Essen.